Novetram, 21 Jahre alt, vom EC Oberstdorf, bekommt hier viel Beifall. Er ist zurzeit nach seinem abgeschlossenen Abitur Soldat in der Sportkompanie Sonthofen. Seine Kür Equinoxe, After the Ball und Heartbreaker, also der Herzensbrecher, und wir hoffen, dass er das hier heute Abend vollführt. Schramm liegt nach Kurzprogramm und Pflicht auf dem zweiten Platz. Guter Start mit dreifach Deiche und dreifach Tulip. Doppelachsel hervorragend hoch. Ganz sicher. Kommt der Lutz. Nur zweifach gesprungen. Rettbar gestürmt. Hier lief alles so gut in den ersten zwei Minuten. Noch ein Lutz, dieser dreifach jetzt, jawohl. Die Schlusspirouette für Norbert Schramm, den Bronzemedaillengewinner von Innsbruck im vergangenen Jahr. Er hat 6 Dreifachsprünge vorgezeigt,
leider dieser Sturz beim dreifachen Rettberger, wo er nicht hoch genug weggekommen ist und deshalb nicht sicher auf die Kante kam. Aber ansonsten ein hervorragendes Programm, das sich Norbert Schramm selbst zusammengestellt hat. Er ist sein eigener Choreograf und bastelt auch die Kür. Für sich alleine, das überlässt er nicht seinem Trainer Erich Zeller. Er hat viel musikalisches Gefühl, das hat er auch in diesem Vortrag mit Seiten bekommen. Großen Beifall vom Publikum hier in Lyon. Dieser Spreizsprung. Riesenbeifall für Norbert Schramm. Wesentlich stärker als bei Boblin. Und nun sind wir tatsächlich gespannt, wie das Preisgericht reagiert. Offenbar auch eine große deutsche Kolonie dabei. Der letzte Hitz war noch, das war richtig absurd nach dem Schock. Wie macht er das auch so dabei? Ganz prima. Vielleicht hören Sie hier Erich Zeller mit Schramm. Ich bin mal einen Moment ruhig. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, dass du den letzten Lutz gemacht hast, das war ganz prima. Ja, und eine Bombenwerte, die beste bisher in der A-Note. Die beste, die wir bisher gesehen haben. 5,8, 5,8, 5,9 gar. 5,8 und noch eine 5,9 und 5,7, also ein Schnitt von über 5,8. Das ist Trainer Erich Zeller, der bereits bei Europa- und Weltmeisterschaften mit seinen Schützlingen, unter anderem natürlich Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, 36 Medaillen als Trainer gewann. Das ist die Schlusspirouette, die wir noch einmal als Zeitlupenstudie sehen. Und nun sind wir natürlich ganz gespannt auf die B-Note. Und da ist sie, das ist er vor Boblin. Er lag nur 0,2 Punkte hinter Boblin. Er müsste in der Kür einen Platz vor Boblin nehmen. Hat bisher die beste Kür hier gezeigt, trotz dieses Sturzes beim dreifachen Rettberger. Und er müsste sich jetzt vor den Titelverteidiger, vor Boris Boblin geschoben haben.